So, Champs, das sind zwei Leute, die Geld verdienen als Reseller hauptberuflich. Die gehen auf Flohmärkte und kaufen Dinge ein, um sie teurer zu verkaufen. Ich, der Hustler himself, ist seit mehreren Jahren auf Flohmärkten unterwegs und mache genau dasselbe. Und ich werde euch heute Tipps und Tricks verraten und werde die Käufe hier ein wenig bewerten. Viel Spaß dabei. The one that I already have. American Batman. That's kind of cool. Here I'm standing Naruto. Up. I know what Toast no did it. Naruto's good. See anything over here? Just the Nike. Gut, bei Caps muss man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Das ist schwieriger einzuschätzen, weil manche sind halt sehr alt, die auch sehr gut weggehen, zum Beispiel NBA Caps. Und so eine, ja, ich sag mal, Merchandise Cap von Naruto geht auch. Ja, also da gibt es keinen richtigen Faden, keinen Leitfaden, an den du dich halten musst, sondern da musst du eben einfach, ja, probieren. Try and error. Got four hats from you. Batman, Naruto, Cricket and Nike. What you got on those? We'll do 15 on them. 15 on them? Yeah, because I normally do 3 to 13, so yeah. Okay, I appreciate that. Relativ teuer. Thank you, ma'am. That was brand new, it'd never been opened, and somebody cut the thing out there. Brand new, was ist das? Samsung? Look at it, they pulled the top off, I stopped them. I never, never bought, it's in there though, right? Yeah, it's brand new. It had the fact. Ist das eine Festplatte oder was? Ja, ist eine Festplatte. Oh, cool. 2 Terabyte. Das sind teuer. Somebody cut it. I walked off and I come back and they were looking at it. What do you pay for it? Or was he supposed to? He was giving me 110. 110? 110, ja, nee, das ist zu viel auf dem Flohmarkt. Ganz ehrlich. Oh, I don't want to, if he's coming back for it, we'll make a round. And if it's still here when we finish up, I'll probably buy it from you. I was asking 120, he said, would you do 110, I'll go to 18. Also voll die neue Ware, sieht aus wie so Ware von einer Amazon Retourenpalette. Habt ihr mal Video gesehen? Yeah. What are you asking for this Rock Bros bag? Oh, das sind Fahrradanhänger, ja? Beziehungsweise das Ding hier machst du an deinen Sattel, glaube ich, oder? That one there, 20. 20 bucks. I do 25 on both of them. Ja, Tatsache. Oh, guck mal, der Große hier geht für 80 Dollar und der Kleine für 20 Dollar. Ja, er will hier für 20 Dollar. 80 bucks. I'll do 25 on this. You gotta pay full price for this since we got the free Fitbit last week. Nice, baby. Guter Deal. Make a good YouTube title. Well, that lets you know that I don't go through everything. That's right, that's right. Now I'm looking at your stuff more carefully now. Er hat hier so einen Wagen, ne? Ja, wenn man auf dem Flohmarkt unterwegs ist und viel einkauft, vor allem wenn der Flohmarkt groß ist, wenn du das vorher schon weißt, dann braucht man irgendwie einen Wagen, eine Tasche, einen Rucksack, irgendwie sowas, mehrere Taschen, weil nicht immer hat der Verkäufer eben auch eine Tasche, eine Tragetasche dabei. Alright, thanks, man. Thank you. I'll have $2. $2. Das ist günstig. Is that $2 a piece? Yeah, man. Alright, two. Pokémon-Karten, graded. 4, 6, 8, 10, 12, 14 bucks. I think I got some graded Pokemon cards under here. Yeah. Ach, wo sind wir angelangt, dass es mittlerweile graded Cards auf dem Flohmarkt gibt? Das ist zu krass. Selbst in Deutschland habe ich schon gegradete Karten gefunden. Yu-Gi-Oh! Pokémon und sogar Magic. Also das ist Wahnsinn, ne? Damals war das kein Thema. Mittlerweile geboomt. Let's throw these in the wagon, huh? You got $6 on you. Was haben wir denn da? Schimmernde Legenden Entei, Celebrations, Nacht Ara, eine coole Karte eigentlich. Ho-Oh, Raikou. Ho-Oh finde ich auch ganz cool. $15, das geht, ne? Vor allem, die sind ja schon gegradet. Hier wartest du ja wieder 2 Jahre. Cooles Kuscheltier hier oben. You have it, or back, or you got a flag? Yeah, we got it. I was gonna post them on eBay. Or try to do a whatnot auction, but I'm not on whatnot. Hier haben wir noch ein paar Games, hier ein loses PlayStation 2 Spiel und hier Toploader-Karten. Würde sich, glaube ich, auch lohnen, da mal reinzuschauen. So. Gotta get on whatnot, man. Have you bought anything on whatnot yet? Yeah, I actually bought some stuff from you before. Oh, you did? Yeah. $30 hier. Mm-hmm. Awesome. I bought like your Michael Jordan VHS. Oh, yeah, yeah, yeah. That was sealed. That's awesome. Did you keep it? Supreme stuff. Better sell it. I kept it. Are these the? Yeah, those are the 10s. Those are only $5 a piece. $5? They're like $13.99 in stores. That's good whatnot stuff. Thank you. Er sagt es gerade selber, er will 5 US-Dollar haben und im Laden kosten die $13.99.
Guy Harvey Tervis. That's cool. Who's this guy? That's a dollar. Oh, that's the Fruit Loops guy. Yeah. Is it a dollar? Yep. You guys are just trying to get rid of stuff. I know, we're liquidating. Ja, das ist eben Franchise, ja. Merchandise, wie auch immer. In Amerika ein großes Ding sind die Kelloggs, ja. Und deswegen nimmt man sowas mit. All right, so $5 a piece on the Pokemon tins? Yeah. $5, $10, $15, $20, $25. How about $30 for everything? Sounds good, man. Sounds good? Okay. Yeah, there you go. Thanks, man. Appreciate it. Hättet ihr die Graded Cards mitgenommen oder hättet ihr die liegen lassen? Ich denke gerade die ganze Zeit nebenbei darüber nach, ob ich die hätte mitgenommen. Ich fand die Preise jetzt echt gut, ne? Vor allem so als Deutscher. Appreciate you guys supporting the whatnot auction. Yeah, cool. You can come and buy some of this. There you go. Nice one. Thank you. Oh baby, jetzt geht's los. N64 Sachen, Actionfiguren, Spielzeug, genau mein Ding. Controller over here. I'll let you both of them for $15. Ah, sie sagt jetzt, du kannst beide haben für $15. Das muss man natürlich machen, da wird er jetzt gleich zuschlagen. Und achtet immer darauf, ob der Knüppel hier ausgeleiert ist oder nicht. Ja, wenn er ausgeleiert ist, beziehungsweise ganz ausgeleiert ist, lasst ihr das Ding liegen. Und wenn es noch zu verkraften ist, dann kann man den auch mitnehmen. Both of them. Where's the other one? What the? Oh, the red one. Okay. Okay, $15 for both. That's tight. This one's loose. Yeah. I'll do 15. I'll do 15 on both. That's good. Oh, look here. Nobles. Are they my size? High top. Let me see. Are they her size? They're women's 8.5. They're not your size. Okay, was die jetzt gerade machen, ist das Couple-Handeln. Ja, ich kenne das von mir und meiner Freundin. Meistens oder oft ist es so, dass wir an einem Stand stehen und sagen, ey, pass auf, ja, Schatz, passt dir das? Ist das nicht was für dich? Und so. Und dann spielt Baby auch mit in dem Sinne, wenn ich sie das frage. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel was kaufen möchte, sagt sie ab und zu sowas wie, nein, dein Raum ist schon voll, das brauchst du nicht und so. Weil das dem Verkäufer impliziert, dass sie auch dagegen ist und die Verkäuferin dann ja keinen teuren Preis verlangen kann in dem Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen würde sie dann höchstwahrscheinlich eher runtergehen, damit ich trotzdem überzeugt werde durch den Preis, weil meine Freundin ja auch schon dagegen ist. Ja, das sind so Taktiken, die entwickelt man ja mit einem Partner zusammen auf dem Flohmarkt, wenn man zusammen handeln geht. Und das hier ist genau das Gleiche. Sie sagt erst, das ist hier meine Größe. Höchstwahrscheinlich nicht, beziehungsweise höchstwahrscheinlich ist es egal. Die wollen einfach dadurch einen günstigen Preis rausschlagen. Was? What do you want for these? $10. I can do 10 on this. Siehste, sag ich doch. Sie sagt gar nichts dazu, also seine Freundin, und er kauft die trotzdem für $10. Golf shoes. What do you want for these golf shoes? I do 15. Keine Ahnung. Jemand einen Plan von Golfschuhen? Okay, you can have a 10. Take it with the 10. Okay, I'll do 10 on this. Ja, es sind original Adidas Schuhe. Die hätte ich, glaube ich, hier auch mitgenommen. Und hier stehen Air Force. Die sollte man auch mitnehmen. Da ist wahrscheinlich die Knappheit nicht so zu fühlen wie hier. In Deutschland sind die gar nicht mal so einfach zu bekommen. Ist natürlich immer lagerabhängig, aber in Deutschland hätte ich die definitiv mitgenommen. Give you all your change back. We'll play money, don't we? 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. Thank you, man. Set up, right? All right. You're always so good to us. Always. Oh, look at this guy. Tiki. $25. $25? Yep. $25 für die Voodoo-Puppe hier. Ja, keine Ahnung. Also das ist nicht mein Feld. Ich weiß, Holz ist teuer, vor allem selbstgeschnitztes. Überall, wo Arbeit drin steckt, wollen die Leute auch Geld für haben. Ist auch völlig in Ordnung und so. Dagegen will ich nichts sagen, aber ja, ich beschäftige mich ungern mit sowas. Das überlasse ich anderen. Yeah, it feels like real wood. Uh-huh. Where is it from? Oh, I don't know. From the forest? From the forest. That's pretty cool. That's a nice looking. It is nice, yeah, it's very heavy. Aber 25 ist nicht unbedingt teuer. Dafür muss man aber Vollzeit-Reseller sein. Real wood. How about 20? I'm selling it for $35. You like it? I'm in the good mood right now. Let me think about it. I like it. What's his name? Ah, der Smalltalk hier, ne? Mhm. Hat leider nichts gebracht beim Verkauf bzw. beim Handeln. Boo-boo. Boo-boo. All right, I'll give you $25 because that's a good name. I like Boo-boo. Hey. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Uh-huh. Come on, Boo-boo.
Ah, die war süß, oder? Auf jeden Fall. Rocky 4. Hola, ¿cuánto cuesta? 30. Okay. 30. Leute, als wir den Roadtrip gemacht haben, ja, wir waren ja auch schon mal in Amerika unterwegs auf Flohmärkten, wir haben so eine richtige Flohmarkt-Tour gemacht, neben unserem Roadtrip eben im Endeffekt. Und da waren wir an der mexikanischen Grenze und da sah es genauso aus wie hier. Also wirklich. Und da gab es so viele Figuren. Und die Leute hatten so günstige Preise. Ich habe dieses Kiss-Shirt da für einen Fünfer geholt und so. Also extrem günstig alles. Coole Sachen, habe auch viel liegen lassen, weil ich eben nicht so viel Platz im Koffer hatte. Aber ja, ich würde das gerne nochmal machen. Einfach eine Amerika-Flohmarkt-Tour, ja. Ist geil. Ja. Ja. Gut, ich spule mal vor hier wegen der Mucke, ja. Also es ist schwierig. Ist ja sowieso relativ teuer hier. Weiterhin Schuhe. Oh. Wait, so at 25 bucks, I think we'll be able to make about $20 in profit on those after fees and shipping. And they should sell pretty fast, like within a week or so. Erstmal zum Geldautomaten, okay. Ja, das schlimmste Gefühl ist, wenn du auf dem Flohmarkt kein Geld mehr hast, ne? Da muss man dann schnell was holen, weil sonst macht das Ganze auch keinen Spaß. Ja, es könnte hier an jedem Tisch auch wirklich der Schnapper des Jahrhunderts liegen. Damn! Let's go buy some more stuff. We're going into the musical belly of the beast to buy more shoes. Forgive me if I can't use much audio. I said 25 on these. 25. I'm assuming she gave me 25. Ja, generell 25, 25, 25 wäre mir jetzt zu viel, muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt machen hier, ob sie das mitnehmen, aber... I want those as well. So yeah, these three. What do you want for those? Give me 20, 25. 20, 20, 25, so 65? Okay. Diese Mucke da im Hintergrund, ne? Ist immer schwierig für YouTube, tut mir leid. Was haben wir da? Oh, da sehe ich Timberlands. Ja. Die sehen nicht original aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ösen. Das Leder hier, habe ich direkt erkannt, sieht nicht original aus. Es sieht zu plastisch aus. Dann haben wir hier das Logo, welches zu stark geprintet ist. Ich zeige euch mal was, okay? Ich glaube, eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. So, die müssen nämlich noch eingepackt werden hier. Okay, warte, zieht euch mal das rein. Also wir haben hier den 7er Schuh und bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ösen. 6 Ösen, die Schnürsenkel, da könnt ihr auch immer darauf achten, ob die eben hier mit Plastik sind. Die mit Plastik sind dann meistens fake. Hier ist nie Plastik dran in dem Sinne. Dann haben wir hier oben das Leder. Ja, das ist... Ja, also es macht schon einen Unterschied zu dem Leder da, seht ihr gleich. Wenn ich jetzt nochmal auf das Bild gehe, dann könnt ihr das gut erkennen. Ja, das ist viel heller da, also viel hochwertiger hier bei diesem Schuh. Ja, und das Logo sieht eben so aus. Da gibt es verschiedene Logos und auch die Nähte sind unterschiedlich. Was ich damit sagen will ist, ihr müsst natürlich aufpassen auf dem Flohmarkt, was ihr für Schuhe kauft, was ihr für Klamotten kauft. Und ja, nicht, dass er hier so ein bisschen auf die Nase fällt damit. Ne? Ich meine, man kann auch 1:1 Schuhe kaufen, aber das sollte man dann schon auf dem Schirm haben. Quanto cuesta? 20. Do that. 20 bucks. Gracias. Die Huaraches sind das Huaraches. Ich glaube, ja, sehen mir hier auch nicht ganz koscher aus. No. Oh yeah, those are good. Quanto cuesta? Ahí. Nee, da hätte ich nichts gekauft. 25? I think we do that. I think they're the Jordan 6 University. Or Jordans, okay. Or something. 25. 20. Uh-huh. Ich muss sagen, ich finde es cool, wie zurückhaltend ihre Frau, genau, seine Frau ist. Sie mischt sich nicht groß da rein. Sie unterbricht die Videos nicht. Sie macht gut mit und so. Feier ich. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Ah, lass die Finger von den Schuhen da jetzt. No, those are good though. Because when you found those and then you kept them, people were like, "Oh, I can't believe." Because there's no more room
for anything. We didn't buy shoes last time we were at the flea market. Krass, wie viel Schuhe, ne? Ey, Champ, falls du das erste Mal da bist und dir das Video gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Könnte ich gebrauchen. Ja, wir sind gerade im Wachstum. Ich freue mich, dich auch hier zu haben. Also lass gerne auch ein kostenloses Abo da. Yeah, and now this is just like, yeah, this is just how the universe works. Where do you want to put Boo-Boo? Boo-Boo's staying in the wagon for good luck. Never seen the easy slots. Oh. Before. I probably can't afford them, to be honest. Das sind aber auch keine Originalen, wie es aussieht. Ich glaube, der Foam-Schriftzug ist ein wenig zu stark. Also Bauchgefühl, falls jetzt hier ein Sneakerhead dabei ist, klärt uns mal bitte auf. Auch der Karton sieht nicht original aus. Er macht doch Schuhe. Also er müsste sich eigentlich gut damit auskennen. I just think they look interesting. How much is the Pulse 4 right there? The one in the middle. Yeah. 200? Oh. Von der Bazaar-Flohmarkt, ne? Hm, diese neue Ware und so. That's full retail. This is the one we got at TJ Maxx the other day that we gave away and whatnot. I paid 150 at TJ Maxx, so 200 is a little. It was the T5 or what, but you can see they sell all the time. You never come back, man. Never came back. Mm-mm. Well, I did. Is it, what was it, the T what? The one that was 239 at Best Buy. T7. Ja, das verstehe ich dann immer nicht, ne? Finde ich echt ein bisschen seltsam. Da ist jetzt ein Verkäufer, der will was verkaufen. So, der sagt einen Preis. Und wenn er hier jetzt theoretisch zusagt, da weiß doch der Verkäufer, ja gut, da war mein Preis viel zu günstig, oder nicht? Aber ich peil das nicht, wie die dann damit zufrieden sein können. Oder? There's a blue one. Ja. 110 will er, ja, keine Ahnung. Open box. What do you want for those? 20. They wet. I washed them. Yeah. Yeah, I remember. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Originale sind. Ich muss einmal genauer hingucken hier, bitte. You got a 5 on you? Yeah. Thank you. Yeah, absolutely. Let's put it in there. You too. So as I expected, it was a pretty busy weekend at the flea market. Also fairly expensive. We spent over $400 wherever it is on the screen. So now let's take a look at all the stuff we actually bought at the flea market and look at the online market value of these items to see how much, if any, profit we're going to be making. Let's start over here in the wagon. These Rock Bros cycling bags. This is a... Ja, ja. Okay. Ich spule mal ein bisschen vor, ja. Also im Endeffekt hat ja auch schon den Profit gezeigt. Wir haben hier Profit von... Da zum Schluss stehen wir bei, wenn die Schuhe natürlich original sind, ne? Out there buying, there's one sole comment for this exact model and... Gut, wir haben hier Profit $500. You know, the low top and the black colorway, I think it was like $30 or so, $35-$40 or so. So that's probably what we can expect to get for... Sprit, Steuern, Lagerung, das müsste man dann hier auch noch abziehen, ja? Da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, Verpackungslizenz, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Ja, gut. Und der Aufwand, die Zeit. Ours as well. And then finally, this little kids pair of Jordan 1s, white, purple, and black colorway. These are a kid size 13, really good shape. I think we should be able to get about $35, maybe $40 or so for these. So there you have it, folks. That is our 4th of July weekend flea market haul. And whenever we talk about potential profit. Ja, okay. Ja, in Ordnung. Ja, da kann man definitiv mehr rausholen, aber es ist natürlich auch nicht immer so, dass man geile Märkte erwischt. Da musst du schon Glück haben. Mal gucken, was du beim nächsten Mal so findest. Vielleicht verpasst du es nicht, falls du Abonnent bist. Wir sehen uns. Ich bin Dean Tramp und halt die Ohren steif.